Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist Montag, der 14.07.2014, 10.47 Uhr. Ganz genau. Was wollen wir uns heute im Video anschauen? Da habe ich schon die Kursliste für Sie vorbereitet. Wir fangen mit dem DAX an, gefolgt vom Dow Jones und dem Nasdaq. Da ergeben sich schöne Trading-Chancen. Und dann kommen wir natürlich zu den Aktien, mehr oder weniger des Tages. Fresenius, Arealbank, BMW, Kiagen und Celesio. Den Abschluss letztendlich bildet hier der eurokanadische Dollar, denn der ist sowohl übergeordnet als auch untergeordnet interessant. Und was letztendlich heute noch von der Nachrichtenseite aus her ansteht, habe ich Ihnen auch noch vorbereitet. Hier um 11 Uhr kommt zwar jetzt gleich noch in 13 Minuten die Industrieproduktion für den Mai, aber für die EWU, aber um 19 Uhr ist es viel, viel wichtiger, denn da spricht EZB-Präsident Mario Draghi. Und das wird natürlich Auswirkungen auf den Euro als auch auf den DAX haben. Wir wollen mit dem DAX starten und werfen mal einen Blick auf den übergeordneten Trend hier auf dem Tageschart. Da hatten wir letzte Woche die stärkere Korrektur. Immerhin sind wir auch knapp 400 Punkte gefallen vom Allzeithoch, knapp von 10.000, 10.050 Punkten hier auf diese doppelte Unterstützung. Einmal die Trendlinie dieser kurzen Konsolidierungsformation und auf der anderen Seite, wir erinnern uns, wir hatten hier eine große Konsolidierungsformation, zwei Fehlausbrüche nach unten. Einmal an die Tages-200er und diese konnten wir dann letztendlich hier nach oben hin verlassen und dann diese korrigierten wir bis zum Freitag hin. Wir können jetzt hier ein bullisches Momentum aufbauen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die amerikanischen Indizes deutlich stärker sind. Also man sieht hier eine Underperformance von den europäischen Indizes verglichen hin zu den amerikanischen Indizes. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr gute Unterstützung. Für den heutigen Tag kann man den Chart hier auf dem H1-Chart jetzt mal etwas näher betrachten, auf der H1-Zeiteinheit. Wir haben den Freitagsschlusskurs überwunden, 9.687. Das ist hier eine wichtige Marke. Fällt die im heutigen Verlaufe des Tages, gehen wir davon aus, dass wir nochmal die 9.6 sehen. Bei der 9.6 muss man dann letztendlich die Situation neu bewerten. Bricht er hingegen direkt durch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal bis in den Bereich von 9.577 Punkten fallen. Kann er hier untergeordnet eine Bodenbildungstendenz vorweisen, wären auch Long-Positionen möglich. In der jetzigen Phase sind wir mehr oder weniger eingespannt in drei Zonen. Klar, der heutige Eröffnungskurs bzw. der Freitagsschlusskurs 9.687 Punkte. Wir testen aber auch hier dieses Durchbruchsniveau an bei 9.765 Punkten, an dem wir auch jetzt zurückziehen. Sollte er das im Verlauf des Tages brechen, kann man davon ausgehen, dass wir in den Bereich von 9.831er Bereich steigen könnten. Maximal wird es hier vermutlich bis zur 9.900er gehen. Das sind so die wichtigsten Zonen im DAX. Dow Jones sehr, sehr stark, zeigt sich hier durchaus bullisch zu Beginn der Woche. Wir haben hier die Konsolidierung beendet. Lassen Sie uns da das nochmal ordentlich einzeichnen. Und auch hier sieht man, das bullische Momentum ist klar vorhanden. Unterstützung liegt hier so im Bereich der 16.950er Marke. Aktuell sind wir über der 17.000er. Wir haben damit auch weiterhin das Potenzial, nochmal locker die 17.070 zu sehen. Kritischer wird es, wenn wir hier letztendlich unterhalb dieser Konsolidierungslinie wieder fallen sollten. Das wäre hier grundsätzlich ein negatives Zeichen. Besonders wenn wir vor allem dann noch diese kurzfristige aufwärts verlaufende Trendlinie brechen, dann könnte sich die Korrektur ausweiten bis in den Bereich von 16.750 Punkten. Alles in allem muss man aber immer noch sagen, der übergeordnete Trend ist hier intakt. Wir haben letzte Woche in dieser durchaus korrektiven Phase lediglich den Rücklauf auf die Tages-55er gesehen. Also noch sind wir sehr weit entfernt von einer Trendwende und auch hier ist es noch nicht richtig, die große Konsolidierung auszurufen, denn bislang ist alles noch intakt. Sicherlich, er verliert hier leichtes Momentum, die bullischen Bewegungen werden kürzer, aber noch ist, wie gesagt, der Trend intakt. Und auch der Nasdaq, wenn wir uns den noch kurz anschauen möchten, dann sehen wir, dass hier das Momentum auch da noch völlig intakt ist. Übergeordnet ist es sogar so, dass wir hier fast schon das bisherige Jahreshoch, ich wollte schon Allzeithoch sagen, Jahreshoch antesten. Und das wird natürlich untergeordnet sehr, sehr interessant. Denn wenn wir hier nämlich einen schönen Ausbruch sehen, kann man den Ausbruch dann eben auch traden über das Jahreshoch von 3.925 Punkten. Direkt kurz davor long zu gehen, ist ein wenig gefährlich. Da ist es durchaus sinnvoll, erstmal abzuwarten. Machen wir mal hier die Zeichnungen weg. Denn sollte er jetzt ausbrechen, ist das Ausbruchstief hier knapp bei 3.900 Punkten. Und darunter müsste man eigentlich auch stoppen. Das heißt, idealerweise
ist es so, dass er praktisch hier nochmal abdreht, uns ein Tief gibt, sage ich mal, und dann eben ausbricht, damit man hier unter diesem potenziellen Tief dann auch enger stoppen kann, was natürlich sich positiv auf das Chance-Risiko-Verhältnis auswirkt. Nun zu den Aktien. Ein Blick auf Fresenius. Hier braut sich Druck auf. Man sieht es schon im Stundenchart, den ich für Sie vorbereitet habe. Permanent erfolgt hier der Abpraller, immer im Bereich von 112,75 in Euro. Und wir sehen auch auf dem übergeordneten Tageschart, dass sich hier Druck aufbaut. Wir sind hier in einem Dreieck gefangen. Und dieses Dreieck konnte er schon leicht überwinden, aber das ist letztendlich noch nicht allzu aussagekräftig, denn diese 112,70er-Marke, die Sie hier auch rechts im Bild sehen, die begrenzt ihn immer noch deutlich. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Dreieck gebrochen, was tendenziell bullisch ist, aber es fehlt eben noch hier der Bruch dieser letzten Hochs. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, durchaus an dieser Trendlinie anzusteigen, aber das richtige Long-Signal würde dann im Prinzip erst entstehen, wenn wir auch hier, und das sieht man sehr, sehr schön, diese Konsolidierung untergeordnet auf dem Stundenchart bullisch aushebeln über der 112,75er-Marke. Arealbank, nächster Wert, schauen wir uns mal an. Aktuell übergeordnet, immer noch in einem Aufwärtstrend, aber in der Konsolidierung. Das heißt, er konsolidiert hier gerade diese bullische Bewegung ausgehend von, was war das, 29, 28, 50 auf 36 Euro pro Aktie. Und da kann natürlich auch die Konsolidierung weiterlaufen. Das ist natürlich immer so ein Satz, es kann steigen, es kann fallen. Wie geht man mit sowas um? Nun, grundsätzlich kann man sagen, wenn er jetzt schon ansteigen sollte, sieht man das ja auch im untergeordneten Chart. Das heißt, man kann hier davon ausgehen, wenn wir uns jetzt mal den H1-Chart angucken, dass wenn diese Konsolidierung gebrochen wird, inklusive Konsolidierungstrendlinie, inklusive dieses letzten Hochs, beziehungsweise machen wir noch den Schlusskurs dazu hier auf dem H1-Chart, dann gilt die Konsolidierung für mich als beendet und wir haben dann Potenzial relativ zügig bis in den Bereich von 36,50 zu steigen. Solange er das nicht macht, ist er noch in der Konsolidierung. Alles völlig intakt. Und da wird dann erst die nächste Chance wieder interessant werden, wenn wir auf dem Tageschart hier im Bereich dieser 32er-Marke laufen werden. Denn das wäre dann auch hier diese Trendlinie aus dem Tageschart, die durchaus wichtig ist. Dritte Trendlinienberührung funktioniert in der Regel ganz gut. Kann man im Prinzip so lassen. Das also zum Thema Arealbank. BMW mit einer inversen SKS. Ist das hier richtig? Müssen wir gerade mal gucken. Genau, das ist das Setup. Die inverse SKS, die sollte man mit Vorsicht genießen, denn mitten im Chart, im Stundenchart, gibt es immer mal irgendeine Chartformation. Für mich war die übergeordnete Situation relevant, nämlich hier, also die Großwetterlage könnte man aus markttechnischer Perspektive auch sagen, denn da testen wir die 50er-Tages-EMA und bilden möglicherweise hier den Boden schon aus. Muss nicht passieren, aber könnte sein. Das ist jetzt erstmal prinzipiell eine sehr lockere Aussage, aber sie wird jetzt eben konkretisiert, nämlich wenn wir hier die 93er-Marke aushebeln können, haben wir auch damit zusätzlich die 92,70er ausgehebelt und dann wäre das auch ein Bruch der Nackenlinie. Und das wäre gar nicht mal so schlecht, denn das würde untergeordnet auch hier für den Trendwendeprozess stehen, der übergeordnet an der Tages-55er stattfindet. Also über 93,06 wird es hier in der BMW-Aktie interessant. Kia gehen, gucken wir uns auch nochmal an. Da hatten wir den übergeordneten Durchbruchspunkt, habe ich mir hier notiert, genau. Also schauen wir uns erstmal Kia gehen auf dem Tageschart an, damit wir überhaupt wissen, wo wir uns befinden und letztendlich, was da der übergeordnete Chart sagt. Erstmal die Trendlinie weg. So, und jetzt schauen wir uns mal diesen Punkt an. Und da sieht man ganz klar die 24,82. So kurz vor der psychologischen 25er baut er Druck auf. Er kann da diesbezüglich noch keinen Schlusskurs drüber setzen. Aber der Ausbruch natürlich ist hier übergeordnet sehr, sehr interessant. In der gegenwärtigen Lage müsste man den Stop hier unter diese Tiefs setzen. Also konkret, wo ist mein Freihandelstool? So, wäre das im Prinzip hier. Oh, Moment, das war das Falsche. Freihandkurve, da haben wir sie. Ungefähr unter diesen Tiefs müsste man den Stop setzen bei einem Ausbruch, denn da ist das letzte Zwischentief generiert worden. Das ist aus dem Tageschart hergeleitet worden. Wenn wir uns jetzt mal den Stundenchart angucken, auch hier sehen wir, er ist schon relativ weit in der Bewegung. Idealerweise
setzt er letztendlich uns hier nochmal ein kurzes Zwischentief rein. Und wenn er dann ausbricht, wäre der Stop unter dieses Zwischentief zu setzen. Auf jeden Fall ist hier die Ausbruchszone im Bereich von 24,81 interessant und die kann man sich auf der Watchlist nochmal näher anschauen. Kiagen als letztes. Nee, Celesio. Kiagen hatten wir schon. Celesio, auch da übergeordnet ein sehr interessanter Chart. Man sieht es hier auf dem Stundenchart kaum, deswegen arbeiten wir ja auch hier mit dem Tageschart, denn da baut sich ebenfalls Druck auf. Wir brauchen als Trader Bewegung und die Frage ist, wo entsteht Bewegung? Sie sehen, 26,31, so rum ist richtig, prallt er immer wieder ab und das zeigt natürlich auch ein wichtiges Level an für Bewegung, denn wer jetzt spekulativ und das in der Regel aus charttechnischer Sicht short ist, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber stoppen. Und das ist gleichzeitig natürlich für die Leute, die ein Long-Signal suchen, genau die richtige Marke. Da, wo die Shorts so gesehen mit Schmerzen aussteigen müssen, da kann unter anderem auch ein schöner Long-Einstieg sein. Also was dem einen Schmerzen bereitet, bereitet dem anderen Freude. So kann man es vielleicht formulieren, treffend formulieren. Und da ist natürlich auch die 23 komme, 26,31 hier im Fokus. Ganz, ganz klares Level, wenn die durchschossen wird, kann es hier sehr interessant werden. Und das ist eben auf dem Stundenchart hier, wenn wir uns das angucken, auch da dann durchaus, da machen wir mal hier die Linien weg, so, abbrechen. So, und da ist natürlich das Ausbruchsniveau klar definiert. Als letztes wollen wir uns nochmal den Euro-Kanadisch-Dollar angucken. Der ist untergeordnet. Jetzt long als auch übergeordnet, sehr interessant und da gibt es schöne Ausbruchsmarken bzw. Korrekturmarken, die wir uns nochmal angucken können. Prinzipiell, wenn wir uns den Tageschart nochmal angucken und den ganzen ein bisschen stauchen, dann sehen wir, dass wir hier an ein sehr, sehr schönes Pullback-Level kommen und er da sehr gut reagieren konnte. Es ist allerdings jetzt schon zu spät, die Long-Position aufzubauen, weil sie gegen die Tages-200er laufen würde. Und diesbezüglich ist das zu riskant in der Form, gegen diese anzutraden, weil sie durchaus ihre Bedeutung hat. Was aber interessant wird in dem Fall, ist natürlich der Bruch dieses Tiefs, als auch der Bruch der Tages-50er und der Tages-200er. Also wenn er hier letztendlich über die 1,47er ansteigen können. Wir sind aktuell bei 1,46,30, das sind noch 70 Pips bis dahin. Aber das ist die Marke, die durchaus dann hier nochmal für einen deutlichen Schub sorgen könnte. Untergeordnet gibt es da nochmal, und da schauen wir uns jetzt nochmal den Stundenchart an, gibt es natürlich auch nochmal eine schöne Pullback-Möglichkeit, wenn wir nochmal in den Bereich von 1,4550 oder sogar in den Bereich hier von etwas tiefer von rund 1,4510 fallen würden, korrigieren würden, weil wir sind jetzt auch schon aufgrund der Arbeitsmarktzahlen, letzte Woche sind in Kanada die Arbeitsmarktzahlen schlechter ausgefallen als erwartet. Das hat den Kanadisch-Dollar massiv unter Druck gebracht. Sie sehen es hier in dieser bullischen Kerze, schoss einfach ohne Gnade durch, ohne Korrektur. Das ist natürlich auch viel News bedingt, aber hier in eine tiefe Konsolidierung wird es nochmal interessant zu sehen sein, reinzukaufen, denn das könnte nämlich hier aus dem übergeordneten Chart die Trendwende bedeuten. Das wird sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, geht es unter die 1,44er Marke, brechen wir hier nicht nur diese Tiefs, die aktuell bei 1,4445 liegen, sondern auch unter die 1,40er Marke. Die ist aus dem übergeordneten Chart sehr, sehr wichtig. Geht es da drunter, dann sollte sich die Korrektur rasant beschleunigen. Das heißt, wenn dann über der Tages-200er die Long-Positionierung, über 1,47, da sind wir aktuell noch nicht. Falls er konsolidiert, hier in dem Bereich der 1,4530, auch hier so 1,4550 wäre das nochmal ein Long-Versuch wert. Darunter wäre ich im Prinzip nicht mehr bereit zu kaufen, wenn dann hier beim Pullback. Und die Short-Möglichkeit, und die möchte ich Ihnen auch noch kurz zeigen, ergibt sich daraus, weil wir hier dann dieses Tagestief auch brechen würden. Und dann wäre unter der 1,44 letztendlich auch diese mögliche Bodenbildung zerstört und es sollte dann zu einem Long-Squeeze kommen, also Gegenteil, die Longs werden aus dem Markt gedrückt, weil hier das Charttechnische, das Preisliche nicht wirklich dann mehr Chancen widerspiegelt auf weiter steigende Kurse, jedenfalls kurzfristig gesehen. Das heißt, unter 1,44 der Short, Pullback auf die 1,4530 wäre nochmal interessant oder wenn er über die 1,47
ansteigen kann. Das war's für heute, für die erste Ausgabe. Morgen gibt es natürlich wieder mehr. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen heute, nicht nur heute, sondern auch für die gesamte Woche, viel Erfolg und sage Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.